Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Körbelfans, herzlich willkommen hier bei Nickfrei Zockt und einem Versuch, etwas nachzuspielen, was ich gestern im Livestream gemacht habe. Aber die Comments vom Livestream gestern, die brauchen wir, glaube ich, nicht für YouTube. Und deshalb mache ich das Ganze nochmal. Wir sind hier beim Planeten Joule. Und ich habe oben die Mission genannt Joule or Bust. Also mit anderen Worten, wir sind die ganze Zeit hier mit verschiedenen Landeversuchen, haben wir versucht, den Körbel auf Joule zu bringen. Wir haben eine Höhenangabe, weshalb ich gesagt habe, ich will mal wissen, was unter den Wolken ist. Und dann haben wir das einfach mal gespielt, was unter den Wolken ist, nachzugucken. Und das tun wir gerade hier. Das ist sozusagen gerade der Versuch, das zu wiederholen, und wie man sieht, es ist schwer, das zu wiederholen. Ich bin da auch ein paar Mal bei gestorben. Ich würde gerne zurückdrehen, damit wir richtig liegen für das, was da noch kommen mag. So ist es zum Beispiel top. Wir wollen auch Retrograde, genau. So, dann passt nämlich. Wenn wir hier Retrograde gehen, dann sollte es passen. Denn wir reiten gerade auf der Atmosphäre, man soll es nicht glauben. Wie gesagt, das ist Joule. Wir sehen die Atmo, die hat oben halt ganz normale Atmosphäre, aber die ist auch schon ein bisschen dichter. Ist ein Gasriese. Im Körbel-Universe. Hat zig Monde, da sehen wir, glaube ich, auch Monde, die drumherum kreisen. Und eigentlich ist er nicht dafür gedacht, dass man dort landet, weil... Naja, ich sag mal, wenn du da mit 10.000 Delta V normalerweise auf die Atmosphäre triffst, dann verglühst du, dann brauchst du richtig krasse Hitzeschilde bei Sonden, die dann halt nur durchtauchen. Aber das, was ich hier vorhab, ist, ich will wissen, was ist bei 0 Meter. Und deshalb haben wir diesen Versuch gemacht und wollten mal unter die Wolke gucken. Das Ganze haben wir auch für Eve gemacht. Da waren wir unter den Wolken etwas enttäuscht, weil es sieht so schön pink aus, der Planet. Aber unter den Wolken, als wir gelandet waren am Tag, war der Boden etwas grau und nicht mehr pink. Es sind nur die Wolken, die pink sind. Und deshalb hier praktisch auch jetzt dieses Einführungs-Intro, um euch zu erklären, was wir denn da überhaupt gemacht haben. Ich finde, Joule sieht wahnsinnig aus. Vor allem die Wolken, die wir hier sehen, sind die gleichen Wolken, die über Körben gehen. Nur grün gefärbt, eine dichte Wolkendecke. Mit den Bändern und so weiter. Es ist das Gegenstück von, wie heißt er noch gleich? Saturn bei uns im Sonnensystem. Ein großer Gasriese mit zig Monden. Und wir hören jetzt schon den Wind. Und wir haben hier eine Delta-V-Anzeige, die immer weiter runter geht, weil wir langsam in die Atmosphäre eindringen. Und wir werden jetzt gleich burnen mit allem, was wir haben. Um diese Delta-V so stark runterzubringen, dass wir da nicht irgendwo aufsetzen. Wobei, wir müssten es gar nicht, aber das Delta-V ist halt schon ein bisschen nervig. Das geht hier auch immer weiter runter. Also man sieht jetzt die Kombination aus Luft und... Treibstoff bringt uns hier auf eine relativ niedrige Geschwindigkeit, dass wir fast senkrecht runterfallen. Wir müssten es nicht machen. Wir könnten auch schön runterdriften, aber ich habe es dann doch lieber so. Was ich nicht will, ist, dass er wieder rumdreht. Ich muss aufpassen, dass er nicht wieder rumdreht. Im Livestream gestern hat er sich rumgedreht. Dann müssen wir sofort cutten. So, wir gehen in die Wolken, wir hören den Wind. Und jetzt können wir uns eigentlich von dem Tank auch trennen. So, wir sehen nämlich, also wir sehen, dass unsere Grafik hier, dass das praktisch pixelig wird. Daran sehen wir, dass diese Wolken echte Wolken sind. Im Spiel, weil unsere Raumfähren auch gegen die Wolken von Körbel oder Körbin heißt ja, auch dagegen diese Pixeleffekte haben. Also das heißt, das hier sind Volu, oh, ich vergesse den Namen immer.
Also das ist auf jeden Fall die gleiche Wolkentechnik wie über Körben. Und das macht das Ganze so spannend, weil unter den Wolken könnte was sein, was wir nicht sehen, weil die Wolkendecke drüber ist bei einem Gasplaneten. Und ihr seht, wie langsam die Sachen fallen im Prinzip. Also wir fallen hier mit 300 Delta V. Das ist nicht wirklich viel. So, die Parachutes. Da müsste ich vielleicht mal eine neue Anordnung machen. Den hier ziehen wir mal da hoch. Und dann packen wir die Stufe mal hier drunter. Weil wir können, wenn wir wollen, mal den einen Fallschirm rausmachen. Der könnte noch ein bisschen bremsen. Dann verabschiedet sich unser Tank hier ganz schnell in die Tiefe. Weil wir jetzt noch ein bisschen runtergebremst werden, was die Speed angeht. Ich mache mal ein bisschen Zeitbeschleunigung rein. Also wir werden später auf Joule nicht mehr landen können. Das können wir nur in dieser Version hier, die noch keine Hitze implementiert hat und die praktisch nur aerodynamische Effekte hat. Weil wir werden anders, werden wir verglüht. Also wenn du überlegst, du kommst mit 10.000 Delta V in diese Atmosphäre, die relativ dicht ist, und gehst runter bis auf 1.500 Delta V. Also dabei entsteht so eine Hitze, wenn die Hitze aktiviert ist, dass wir da einfach zerplatzen. Also da wirst du so nicht mehr reinkommen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir keine Hitze haben. Wir haben ja auch mal versucht, auf der Sonne zu landen im Livestream. Hat leider nicht funktioniert, weil die Sonne kein fester Körper ist hier im Spiel. So, sind wir schon in der anderen Ebene. Na, geh runter. Also, das hier sind die Atmosphärenstufen. Wir sind durch die obere Atmosphärenstufe durch, kommen jetzt in die mittlere Atmosphärenstufe. Die ist noch ein bisschen dichter, die wird uns noch weiter runterbremsen. Und gleich machen wir was ganz Verrücktes, weil das hier ist zu schwer, um zu landen. Also, man sieht halt hier, ne, wenn ich das bewege, seht ihr, wie pixelig das hier drumherum wird? Und das liegt eben an diesen Wolken. Also auch beim Ran- und Rauszoomen, das liegt nur an den Wolken. Das ist die Wolkentechnik da hinten dran, die das hier pixelig macht. Und das sagt mir, das sind richtige Wolken. Das sind Wolken, die hier im Spiel echte Wolken sind. Das ist nicht irgendwie eine Textur, die da liegt. Das sind Volumenwolken. So, ich glaube, wir haben den Übergang geschafft. Dann fahren wir mal die Speed hoch, ungefähr so auf 40.000 Meter. Und dann mache ich was ganz crazy, Verrücktes. Aber so haben wir es hingekriegt am Schluss. So, die Winde werden jetzt hier stärker. Und wir machen jetzt ein EVA. Okay, das habe ich zum Beispiel noch nicht erlebt. Im Flug, Flugstatus. Moment, die Mission läuft noch. So, die wird nämlich noch langsamer. Die ist leichter. Die wird von der Atmosphäre besser abgebremst. Irgendwo höre ich den Fallschirm, aber wir haben gar keine Fähre, keine Raumfähre mehr zu Gesicht. So, wir machen mal ein bisschen schneller, weil die jetzt praktisch durch die Wolken fällt und dabei abgebremst wird, wenn die noch dickeren Schichten der Atmosphäre kommen und wir in die Wolken eintauchen. Das wird interesting. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen.
Ich hoffe, dass ich das nachstellen kann, was wir gestern gemacht haben, weil also das war einfach nur zu geil. So, wir können diesem Körbel auch ins Gesicht gucken. Er ist hellauf begeistert. Jetzt nicht mehr so. Ich brauche auch kein Monopropellant, kein EVA-Treibstoff zu verwenden. Der bringt nichts. Alles probiert, hat alles kein Tauch, bringt alles nichts. Die ganzen Delta-V von den Triebwerken und so weiter gehen runter auf Null, noch bevor du auf dem Boden bist. Mit anderen Worten, diese Atmosphäre funktioniert nicht, dort Gas zu geben und irgendwie abzubremsen, damit man im Raumschiff landen kann. Der einzige Test, den ich machen konnte, der einigermaßen erfolgreich war, war eben die kleinere Masse vom Körbel durch diesen Wind bremsen zu lassen und dann entsprechend langsam zu werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen oder nicht. So, wir haben noch 9000 Meter to go. Wir gehen jetzt gleich in die untere Atmosphärenschicht und wir sehen, dass wir immer langsamer werden. Also was ich nochmal versuchen kann, ist nochmal Gas zu geben. Also hier haben wir doch tatsächlich die Chance und können etwas bremsen mit dem Monopropellant. Aber wir werden eh gebremst, wie man sieht. Und jetzt wird das hier ganz schnell weniger. Das geht nicht wirklich leer, weil eigentlich bläst der unten nichts mehr raus. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was, dass das jetzt hier leer wird. Ich weiß nur, wir werden langsamer und langsamer und langsamer. Wir werden durch die Suppe, durch die Atmosphäre, durch die untere Atmosphärenschicht, hat das hier keinen Delta-V mehr, keine Substanz mehr. Das wird praktisch da rausgesaugt aus dem Tank oder so. Und wir werden immer langsamer. Und wir sind jetzt voll drin in diesen Wolken. Das ist halt auch krass, ne? Also wer gedacht hat, das ist nur eine Textur, die auf Joule liegt? Nein, das sind hier richtige Wolken. Richtige Volumenwolken. Und wir werden immer langsamer und langsamer und langsamer. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen, was ich hinbekommen habe beim letzten Mal. So, die letzten 1000 Meter. Wir sind 23,5 Meter die Sekunde schnell. Ich habe das mal ausgerechnet, sind ungefähr 80 km/h. Also ich bin von ausgegangen, dieser Körbel stirbt. Aber wir sind durch die letzte Wolkenschicht durch. Wir kommen dem Boden näher. Mit 22,9. Und das hier soll wohl, ich weiß nicht, ob das, also ein richtiger Kern ist es wohl nicht. Es ist wohl auch noch Gas, aber so dicht, dass man auf diesem Gas stehen kann. Und ganz cool ist unser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Hardeni. Ganz cool ist unser Hardeni. Und sagt, geschafft, ich stehe hier. Wir können hier auch rumlaufen. Und ich bin mal am Gucken, wir können hier vielleicht sogar eine Flagge aufstellen. Joule Ground. Klappt noch. So, dann packt er die Flagge aus. Okay, die Animation funktioniert nicht so richtig. Und streckt sich mal und geht. Herzlich willkommen auf Joule. Ich wollte es mit euch teilen, aber der Livestream, der war halt ein bisschen zu Kommentar gefüllt. Und
Ich denke, man muss das mal gesehen haben. Wann haben wir vielleicht noch mal die Chance, durch den Dschungel durchzutauchen? Durch den ganzen Nebel und alles. Wann haben wir diese Chance noch mal? Und noch mal hier zu stehen und noch mal zu sagen, hier, ich, Körbel, habe einen Fuß auf diese Wolke gesetzt, die so dicht ist, dass alles dran zerschellen würde, was an Materie da unten ankommt, außer die Körbels mit ihrer guten Federung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.